Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Seis Reiter und wir sind in Folge Nummer 49, ich glaube 48. 48 von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal geguckt, wie weit wir hier hochkommen oder sowas. Ne, da haben wir nach da oben geguckt, hier zwei Felder höher gebaut. Aber naja, die sind noch gar nicht hier am Schaffen. Da müssen wir schauen, dass die das auf jeden Fall dann weitermachen, ne? Dass wir da oben hinkommen und so. Aber wir haben auch noch genug andere Dinge zu tun. Da würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das weiter an. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Wasser ist schon mal soweit so okay. Wir haben hier unten Strom, der läuft. Gehen wir eigentlich schon weiter runter in irgendwo in irgendeiner Ecke? Nicht wirklich, ne? Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig wegen dem Keim-Overlay. Wir müssten eigentlich hier rüber gehen und dann da runterkommen, ne? Wenn wir jetzt hier sind, 1, 2, 3, 4, ja, da sind wir schon hier dran, ne? Also wenn, dann müssten wir eigentlich hier so. Können wir da auch noch? Ja. Da können wir auch noch. Hier ist ein bisschen Wasser, da müssen wir also aufpassen. Die Leiter würde dann hier runter gehen, oder? Da würden wir dann wahrscheinlich nach da gerade mal zwei Stufen graben und dann würde ich von da aus da erstmal weiter gucken. Nur hier ist es ein bisschen schwierig. Da würde ich noch eine Leiter nach da machen und dann zweimal hier. Nee. Auch eine Leiter da erstmal machen. Bevor uns das Wasser darüber kommt, würde ich das so machen. Ich hoffe, die können da so hingehen. Okay, was war da jetzt gerade für ein Bild? Achso, Keime in der Wasserleitung? Ne, war es nicht. Ne? Lebensmittelvergiftung gibt es hier. Wir müssen gucken, dass wir einen Klempner haben, der das sauber hält, ne? Oder? Hier ist ja schon richtig abgeschlossen. Ne? Da müsste man hier mal gerade hinlaufen. Und dann das abbauen. Mal schauen, ob das einer macht. Der kriegt dann zwar nasse Füße, aber dadurch wird es ein bisschen das Wasser runtergehen schon mal, ne? Hier ist noch eine Rutschstange, die wir da, ja, wahrscheinlich dann irgendwann nach unten weiterbauen wollen, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier ist keiner mehr drin. Hier sind aber schon drei drin. Das ist doch schon mal cool, oder? Hier haben wir die Pflegestation. Erlaubt, ein zugewiesenen Viehzüchtern sich um Tiere zu kümmern. Zugewiesene Zubehör müssen die Pflege in Viehzucht haben. Diese Station ist ein notwendiger Bestandteil des Stalls. Haben wir denn hier schon den Stall als Raum? Ja, haben wir. Obwohl da eine Distille drin ist, okay. Aber ist der Raum denn das Richtige? Ist ein Stall, doch. Sieht ja erstmal gut aus, ne, oder? Hier sollten wir Tiereier reinbringen, die Pufflet-Eier zum Beispiel. Mal gucken, ob da welche hinkommen. Hier sind Pufflets, die eigentlich da runter müssten. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie wir die da weiter versorgen. Jetzt müssten wir hier mal ganz schnell die Tür zerstören. Brauchen wir nicht mehr machen, der ist auch darüber gegangen. Aber hier kann die Tür auf jeden Fall zu. Ja. Dann sind wir da auf jeden Fall mit denen schon mal da drüben. Das ist ja schon mal ein Weg voran, ne? Hier sieht es so aus, als ob wir auch ein bisschen was umbauen wollen, ne? Was haben wir denn? Essen. 29.000. Und der Mordrak hat bestimmt auch irgendwas geschrieben. Ich habe es wieder verpennt, das vorher zu lesen. Wie sieht es denn mit unserem Sauerstoff aus? Da sind wir schon mal nicht so gut. Wir haben nur 5 Tonnen, glaube ich, das waren seine Berichte zur, sag schon, Aktion mit Kommentaren.
Cyber-Hatchling, okay. Strauchsamen. Geforscht wird auch. Sieht erstmal alles gut aus, oder? Hier ist natürlich die Luft irgendwie auch schon schäbig drin, ne? Verschmutzter Sauerstoff. Haben wir eigentlich die Möglichkeit, schon Filter zu bauen? Warte, Sauerstoff hier. Haben wir. Dann sollten wir vielleicht hier mal einen Filter einsetzen. So, ganz vorsichtig, ne? Was haben wir hier gemacht? Irgendwie ganz viele Leitern gebaut, aber ob die Sinn so gemacht haben, weiß ich auch nicht. Hier, das ist bestimmt so ein Punkt, wo wir mal runtergegangen sind. Das sieht ja schlecht aus. Ich glaube, das ist bestimmt so ein Bug gewesen oder sowas. Wie war das? Okay. Ja, das ist ganz doof gelaufen dann. Dann machen wir hier auf jeden Fall zu, ne? Weil das ist ganz schlecht, dass die Luft da jetzt rauskommt. Ein richtig doofer Bug ist das. Hier haben sie schon gebaut und dadurch ist das hier passiert, ne? Das ist ganz schlecht, ey. Warte mal. Zerlegen, nicht abbrechen. Und da oben abbrechen, natürlich. Und hier müssen wir ganz schnell mal ein paar Ziegel hinbauen. Soll das ein Schacht sein, der breiter wird? Nicht wirklich, oder? Erstmal zumachen hier. Vielleicht sollten wir die Prio da mal auch höher setzen hierfür. Jetzt haben wir nämlich gerade wieder so einen Fall gehabt, wo gespeichert worden ist und wir hier was machen wollten. So, jetzt nochmal die Prio hochsetzen. Und dann müssen wir doch die Prio bei den Leitern auf 8 setzen. Damit das noch eher passiert, oder? So. Kalorien 21.000 oder Kilokalorien sind es ja. Das passt erstmal. Dieser Tisch muss woanders hin. Den zerlegen wir jetzt erstmal. Gibt es ja sowieso nur Sauerstoffmassen und wir haben schon einige. Den stellen wir anders. Hier würde ich den mal gerade noch abbauen. Und hier oben haben wir jetzt... Ach so, wegen dem Schlot haben wir das hier gemacht. Den Dampfschlot haben wir hier in der Sperre und so, ne? Und hier, dass es zu heiß wird. Ah, hier wird jetzt was gemacht. Auf jeden Fall ist schon mal das abgebaut. Das ist sehr gut. Jetzt sollten wir schnell noch hier noch einen Stein mit hoher Priorität gerade bauen. Dass das wieder zu ist. Und hier das ganze verschmutzte Sauerstoff nicht gerade bei uns in die Hütte kommt, ne? So. Forschung ist abgeschlossen. Erdgasgenerator von dem Petroleumgenerator haben wir abgeforscht. Okay, das würde dort deuten, wir können eine neue Forschung auswählen. Sollten wir auch tun. Krankheits... Nee, brauchen wir noch nicht. Hammer. Künstliche Freunde. Oh, nee, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier Glasschmiede. Bunkerziegel und Bunkertür. Ja, ich glaube, wir machen mal hier bei der Förderschienenbelader und so weiter, obwohl wir jetzt noch nicht so... Ja, schwierig, ne? Solarmodul wäre auch cool. Sauna, ja, für die Herrschaften. Kunststoff, das hatte der Morak ja auch geschrieben, dass das nicht so leicht ist, den zu produzieren. Ofen haben wir noch nicht. Was ist das? Espressomaschine und hier Oxidraffinerie, Molekularschmiede und Trinkwassersprudler, okay. Ja, das ist alles Sachen, die Freude machen, ne? Automatisierungsbrücke. Ich glaube, wir machen ja die Gatter und so. Wandlesegerät oder Gatter. Hier sind die Gatter. Lass mal hier erstmal diese Brücke und so machen.
Hauptsache, da läuft erstmal was, ne? Ah, hier. Nee, doch nicht. Ich dachte, er wäre da hingegangen. Hm. Jetzt kommt Ellie und macht das aber, oder? Nee, doch nicht. Ah, hier wurde schon ein bisschen gebaut, oder? Nicht bitte einen Fertigkeitspunkt erhalten. Okay. Ellie reist hier weiter ab. Das ist auch gut so. Hier wird schön gebaut. Hier passiert gar nichts bei den Dornblüten. Warum nicht? Wachstum gestoppt. Körpertemperatur. Ah. Wasser geholt. Hier wird gearbeitet. Auch gut. Warte mal. Hier müssen wir die Prio noch gerade ändern. Auf 8 und auf 7. Damit das mal zu ist. Ja, hier passiert nichts wegen auch zu hoher Temperatur, ne? Das hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, ne? Okay. Essen ist okay. Objekt fehlen Ressourcen. Und was ist das hier? Meine Kollegin verbraucht mehr Sauerstoff, als sie produziert. Ja, das wissen wir. Hier ist aber noch Oxalit am Laufen, das ist schon mal gut. Und hier müssen wir... Wurde da gerade einer gereinigt? Ne, ne? Gepflegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwer muss das hier machen, denke ich mal, ne? Oder? Ja, ich glaube hier... Das reißen wir mal weg. Den entwurzeln mal, dann machen wir weg und dann machen wir eine Tür hin. Das muss sein. Jetzt fliegen die uns nachher raus. Die müssen ja irgendwie hier hin. Hier, das ist... Das können wir jetzt eigentlich abreißen, wenn der hier ist, aber... Müssen wir hier gerade das mit dem Abreißen die Prioritäten ändern, oder? Weil das ist dann doch wichtig, weil er nachher hier wieder hochfliegt, ne? Wie wir gerade schon sehen, dass der schon wieder vor der Tür lungert und er ist da drüber. Ah, das ist nicht so dolle. Was hier drinne? Dornbeere, eingelegte Mahlzeiten, Fleisch, Knobelbeeren, ne, haben wir nicht. Mehlaus ist drinne. Schmutzwurzeln sind drinne. Essen ist da. Jetzt ist er wieder zurück, zum Glück. Jetzt wird er entwurzelt, ne? Dann würde ich tendenziell dazu neigen, wenn es klappt, hier eine pneumatische Tür erstmal hinzusetzen. Jetzt ist er natürlich da. Ich hoffe, der geht gleich wieder zurück. Ja, macht er. Und die Tür kriegt die höhere Prio von 9 sogar. Zerlegen wir auch. Eigentlich können wir das, ja... Sollten wir das wagen, hier zerlegen und darunter können sie dann. Und den auch zerlegen. Machen wir auch. Dann können die hier vielleicht runter. Die Tür ist auf jeden Fall da. Und dann können die beiden doch mal hier runter, damit die hier hinten mit hinkommen, oder? Irgendwann ist nur überbevölkert, da müssen wir aufpassen, ne? Könnte es natürlich sein, dass die nicht an die Nahrung kommen, oder? Aber das ist nicht schlimm. Dann machen wir einen hier wieder hin unter die Tür. Hier ist hier gerade irgendwelche Steine wahrscheinlich, ne? Die hier rumliegen. Erde oder so. Ja, da wird schon fertig geliefert. So, dann können die da auch rüber. Aber die beiden hier, die waren, glaube ich, auch gerade wieder mal hier, ne? Auch wieder nicht aufgepasst, ne? Warte mal, das machen wir nochmal anders hier. Das bringen wir nochmal ab. Ich glaube, da kann man ja hoch. Und dann machen wir hier mal erstmal die Wand rein, oder? Nisbet geht da hoch und macht das, naja. Hier ist fertig, das ist sehr gut. Und wir könnten hier mal aufräumen.
Da ist auch ein Lager voll. Hier können wir noch einen Fertigkeitspunkt weitergeben. Den machen wir jetzt auch mal gerade. Niesbett hat den und die macht Viehzucht 2 dann daraus. Das ist schon mal sehr schön. Und da bitte aufräumen. Sollte man den Hatchling hier besser woanders hinbringen? Eigentlich schon, ne? Salbei-Hatchling. Geht nicht? Die scheiden Kohle aus. Wäre besser, wenn das Ei nicht da wäre. Vielleicht bringen wir das dahin. Ja, wir müssen noch irgendwo anders hier vielleicht einen Aussetzer hinmachen, ne? Hier sind noch ganz viele neue Sachen. Erdgas, Petroleumgenerator. Bei der Veredelung ist noch die Ölraffinerie. Okay. Bei der Nahrung kann man einen Aussetzer, den wir mal hier hinstellen. Das Ei ist noch da. Dann müssen wir hier aber auch noch so einen Lagerautomat hinsetzen. Wird das jetzt alles mit hoher Priorität bearbeitet? Ja. Okay, was haben wir hier? Verschmutzten Sauerstoff. Auch nicht so toll. Hier ist der Baum mit dem Holz. Der wächst sogar, ne? Sieht erstmal gut aus alles, oder? Essen wird leicht mehr. Einer ist runter, sehr schön. Jetzt fehlt nur der zweite, ne? Gegessen wird, das ist auch gut. Vielleicht bewegt er sich hier rum. Das wäre nicht schlecht. Vor allem, wenn man da hätten, können wir dann mal die Tür zumachen, ne? Ist das hier so richtig, dass da ein Stein fehlt? Können die dann darüber? Weiß ich nicht. Aber erstmal nicht wichtig, oder? Da sind zwei Stück. Okay, er kriegt erstmal schmutzige Luft hier zum Atmen. Das ist schon mal gut. Oder zum Essen. So, jetzt hier. Prio auf 9 und Tür schließen, bitte. Ich hoffe, das macht jetzt einer. Und dann haben wir den schon mal einen Raum weiter, den Puff. Es ist natürlich niemand da, der die Tür zumachen kann. Weil jetzt wird hier... Ah, jetzt ist schon wieder erledigt, ne? Nein, geht noch. Komm, der Auftrag ist noch da. Bitte einmal nutzen. Aber ihr müsst doch jetzt nicht pennen, alle, ey. Wo ist denn hier unser Held? Stinky ist doch Nachtarbeiter, oder? Aber jetzt nicht da reingehen wieder. Aha, jetzt kannst du wieder vergessen. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ist da Wasser angeschlossen? Ich glaube schon, ne, oder? Ja. Dann sollten wir da auch noch Pflanzen hinsetzen, wenn wir haben. Haben wir aber nicht. Dornblüten bräuchten wir da. Hier war wohl irgendwie mal ein Wasserauffangbehälter mit dieser Kante hier, ne? Das können wir, glaube ich, zerlegen. So, die sind alle wach, aber er ist jetzt auch woanders. Bringt also nichts. Haben wir denn hier jetzt nichts gelagert? Okay. Ah, da kommt das. Und jetzt kommt hier der Tierei und da kommt der Hatchling rein. Salber-Hatchling-Ei kommt da rein. Oh, wir haben keins, steht da. Das heißt, der ist geschlüpft? Nein, da ist eins. Ach, ist keins drin, okay. Ein Hatchling-Ei. Ich glaube, die machen wir da alle rein. Die Hatchlinge, egal welche Art. Okay. Auch jetzt ist er wieder hoch, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Jetzt ist er auch gleich wahrscheinlich noch da. So ein Shit. Naja. Ist halt so. Wird gerade geerntet, essen, dann geht es auch wieder gleich hoch, schätze ich mal. Sauerstoff ist da nur gut, ja? Das ist ein bisschen schlechter Sauerstoff, da müssen wir was dran tun, denke ich mal.
Vielleicht sollten wir hier noch irgendwo Sauerstoff Algenterrarium hinmachen. Hier vielleicht, ne? Da ist Platz. Okay, ich würde aber sagen, für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.